nun endlich, nach langem Zögern und Hadern und vor mir herschieben, nutze ich nun den katastrophalen Abend gestern als ordentlichen Trigger, morgen mit Sebastian endlich ins Krankenhaus zu fahren. Und bestenfalls darf ich da bleiben und werde bestenfalls behandelt. Das ist jetzt nämlich ein richtig kräftig fetter Schub. Ich ahne leider nur, was ich wieder an den Kopf geknallt bekomme. Kennst du? Du kämpfst monatelang drum, dass du behandelt wirst oder gleich ein ganzes Jahr. Und dann hast du den Stoff oder du weißt, du kriegst jetzt gleich eine Infusion. Und just an dem Tag, wenn du aufstehst, ist alles besser. Und du wirfst dir vor, dass du das doch eingebildet hast. Aber schön, Frühstück hat bewiesen, dass nichts besser ist. Jetzt gibt's. Ja, die allerletzte Cortisondosis, 40 Milligramm pro Tablette. Wie viel? 25 Stück? Ich hätte auch Fortecortin haben können, dann wären es nur 23. Oh je. Ich wünsche mir schon mal einen guten Appetit. Richtig scheiße. Guck mal. Das schluckt nicht alles auf einmal. Das ist nicht dein Ernst. Weil sie sofort auflösen, die Scheißdinge. Oh nein. Hättest du es nicht so gelassen. Ach Gottchen, ey. Wo ist das Ding hin? Das sitzt bitte da. Ja, das ist scheiße, wenn sie die wenigstens draschieren würden. Ich hätte ja gesagt, ich könnte sie auch verstoßen. Na bitte, ich glaube, das Pulver geht ja erst recht nicht runter. Wenn sie verstoßen würden, haust du halt in irgendwas rein. In irgendein Gatsch? Ja. Ich habe hier noch welche. Ja, das war jetzt Fehleinschätzung. Nee, da war der kleine Finger noch im Weg. Nein, es lag dran, dass ich nicht mitgerechnet habe, wie scheiße schnell sich die Dinger auflösen. Ja, ich rede aber von dem ungeschlossenen Glas. Ja. Jetzt musst du eh was reinmachen, sonst kriegst du nicht mehr raus. Mach das Öl drauf. Was für Öl? Na, das Leinöl. Jetzt vermischen wir die unappetitlich bittere Scheiße mit Leinöl, was auch nicht sonderlich lecker ist. Aber die Verdauung freut's. Es klumpt schon. Du musst es wahrscheinlich gewälzt davon hier. Toll. Bodendreck ist inklusive. Das ist jetzt. Das ist aus. Oder schluck ab. War noch nicht alles. Ja, die legen sich quer, weil ich sie nicht. Er kann sie nicht im Wasser verteilen. Ein schöner Bedingungsrat. Niemals mit Leine auf! Ja, das Rest ist in der Pulver hier. Sie sehen auch noch? Einmal kann ich noch. Dann geht's vorbei. Das sind jetzt zwar nur 900 Milligramm. Naja, 25 mal 40, wie viel sind das? 1000. Das sind vielleicht nur 960 Milligramm genommen. Merkst du das? Jetzt achtet man ja ganz besonders. Du hast! Ist das Augen oben? Stinkefinger geht noch nicht. Gestern war es dann schon so schlimm, ich konnte die Steuerung vom Rollstuhl nicht betätigen. Ich konnte nicht nach vorne drücken, vorwärts fahren. Das war geil. Und
in der Neuro. Irgendwie so. Ich melde mich, wenn die ersten Befehle eintreten. Tag 2. Mich aufzustellen hat gestern viel besser funktioniert. Das Tippen hat viel besser funktioniert. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, heute beim Aufstellen konnte ich kontrollieren ein bisschen, ob mein rechtes Sprung legt, umknickt oder nicht. Oder alles Einbildung. Weil unter Cortison geht es ja allen Patienten besser. Ich habe das jetzt ein bisschen kleinere Portionen verpackt, weil es nicht schön war gestern. So ein bitterer Scheiß. So, ich frage jetzt nochmal. Warum kann man über diese Tabletten keine Draschierung drumherum machen, die vielleicht auch noch ein bisschen süß schmeckt? Ist das zu viel verlangt? Ganze Nacht nicht geschlafen, die ganze Nacht wach. Und so dermaßen Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Und warm. Warm, warm, warm. Ich habe mich dann von der Heizdecke, von der Decke, von allen Befreiten den Ventilator laufen lassen. Ja, ich dachte, es zerbröselt alles. Es war Einbildung, dass es mir besser ging. Ist es irgendwie sichtbar? Weiß es nicht. Um mich daran zu erinnern, dass ich unter Cortison immer schlechter sehe. Und auch, dass ich mich anpisse. Also alles in Ordnung. Ist die Hoffnung noch nicht gestorben? Ja, wieder so eine voll bepisste Nacht mit nichts geht mehr. Es ist alles zusammengefallen. Die gesamte Happy Hippo Show gestern mit dem einmal anpissen und dann in Reihenfolge. Nun gut, ich möchte mich aber versuchen, optimistisch zu halten. Das ist doch leserlich, oder? Zuletzt habe ich wirklich 3 Kreuze an einem Zettel im Krankenhaus hinterlassen. Wo sind die hübschen Menschen? Wo sind die hübschen Menschen? Ja, genau. Kannst du mal rein? Zumachen? Nein, reingreifen. Da ist die Kids-Karte drin. Die Gesundheitskarte. Also. Meine Karte ist aber nicht gesund. The long way to heaven? Oder nicht? Mal sicher? Ja, wie ging dann das nochmal? Schnell ein Aufsteh-Tutorial zum Frühstück? Wie steht man auf? Wieder mal nach Monaten. Nee, ich pack's nicht. Fühlte sich voll besser. Was war das jetzt?
Okay. Eigentlich sollte es sich mir mittlerweile ins Fleisch gebrannt haben, in Mark und Bein übergegangen sein, aber nochmal. Die ersten 2, 3 Tage Kortison sind dann fluffi-puffi, Portillo im Gesicht, oh, Alter, du siehst jünger aus, toll. Dann am 4. Tag wird schon unangenehm. Erst recht die Tabletten zerlegen die Speiseröhre. Der 5. Tag ist dann schon grenzwertig hardcore. Es geht los mit, es schmeckt nichts mehr. Also, nochmal, wie kann man in dem Zustand anfangen zu fressen? Und der absolute Absacker ist dann der 6. Tag. Ich ziehe es durch mit einem kalten Entzug. Ich wollte es nicht, aber jetzt habe ich es doch getan. Es fühlt sich an, als hätte man einen Knoten hier am Hals oder die Speiseröhre einen Knick bekommen oder hätte da ein Loch. Man traut sich nichts mehr schlucken. Man hat wie ganz dolle Halsschmerzen als Kind damals. Man wird fahrig, man wird unruhig, man wird total sensibel. Ich musste gestern so dermaßen aufpassen, was ich denn gucken will im Fernsehen. Alles hat mich in irgendeine Richtung so dermaßen getriggert, dass ich entweder aggressiv, unruhig, panisch oder mit Depression reagierte und dem Wunsch, mich umzubringen. Und Tag 6, ja, ping, Steroidakne vom Feinsten. Tag 7. Jetzt schmeckt alles total anders und komisch und ekelhaft. Und du hast das Gefühl, du kannst erst recht nichts essen. Und eigentlich warte ich jetzt nur noch auf diesen großartigen Moment, wo dieser Stresspfropfen in meinem Hals, das ist jedes Mal so, innerhalb dieser 2 Wochen auf einmal, wupp, macht wie ein Thrombus und weiterhüpft und in meinen Magen hinuntergespült wird. In diesen besagten 1 bis 2 Wochen tut euch einen Gefallen. Falls ihr so veranlagt seid wie ich in etwa, fahrt nicht raus, nicht in die Sonne, keine Sonnencreme, um Himmels Willen bloß nicht. Das macht dann noch Mallorca-Akne gemischt mit Steroid-Akne. Es wird nur schlimmer. Und dann kriegt ihr noch einen Sonnenausschlag und. Also, bleibt drin. Wie schön, dass ich so nachtragend bin und zumindest diese Sachen nicht vergesse. Man hat mir anno dazu mal, vielleicht vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, direkt nach einer Stoßtherapie eine kortisoninduzierte Diabetes attestiert, weil der Wert ein bisschen zu hoch war. Und ja, dieser Befund schleifte sich dann vielleicht über 2 weitere Zettelbefunde hinweg. Also nein, jetzt sind 10, 15 Jahre später und ich habe immer noch keine Diabetes. Also. Und nicht nervös werden. Ich habe sogar zweierlei Problemchen dann immer unter Cortison. Ich höre an Tag 4, 5 und dann 6 erst recht schlechter. Und die Sicht wird auch katastrophal. Es ist alles verschwommen. Und das Wasser betreffend, ganz entspannt zurücklehnen. 1, 2 Wochen warten. Also meine selbstgebraute Mischung ist immer Ackerschachtelhalm, Brennnessel, Goldrute, Birkenblätter. Das haut raus. Und das trinkt ihr halt mal, wenn ihr möchtet. 1, 2 Tage. Nur immer was dazu essen. Es kann nämlich zu einem schönen Blutzucker-Debakel führen. Apropos Refluxösophagitis, Gastritis, Maldentee, Kamille. Trinken, trinken, trinken. Hilft auch gut. Ja, Kopfschmerzen, ganz klassisch. Cortison ist ein pures Stresshormon. Und das Schlimme ist ja, in diesem Zustand hast du das Gefühl, jedes deiner Worte, jeder Gedanke hat so eine Wichtigkeit, so ein Potenzial. Du bist zum richtigen Gröfatz. Du musst alles ausdrücken, ausdrücken, rauslassen. Oh Mann. Und dann hast du wahrscheinlich schon Halsschmerzen, weil du so viel redest. In diesem Zustand niemals wichtige Entscheidungen treffen. Lebensentscheidende. Das Sonnenlicht ist weg. Mir wurde stantepede kalt. Und jetzt kommt der viel gefürchtetste Moment nach der Stoßtherapie, der absolute Zusammenbruch. Der physische, alles, was sich vorher gebessert hatte, ist jetzt weg und hat sich egalisiert selbst. Und jetzt dran zu glauben, es gibt jemals noch eine Besserung. Und die nächste Selbstmordattacke, und die hat sich gewaschen. Habe jetzt alle guten Ratschläge gegeben? Ja, ich glaube, das war's.
Ja, ich freue mich. Morgen hat Sebastian Geburtstag. Und wir gehen aus. Schön. Und ich muss so mit. Ich glaube, ich krieg gleich einen hypoglykämischen Schock. Siehe Untertitel. Wow. Aber jetzt doch. Cortison-induzierte Diabetes. Siehe Untertitel. In mir flattert alles. Ich sah auf einmal schlagartig verschwommen. Mir ist flau, ich habe Herzrasen und ich merke, wie meine Arme immer schwerer werden. Oh, nee, ich pack das nicht mehr lang. Hatte ich nicht irgendwann mal für diese Fälle Traumzucker in meinen Taschen gebunkert? Wo ist denn der jetzt hin? Ich habe mir sogar die Banane anbrechen lassen von der Kassiererin. Oh. Als ob die Vögel Bescheid wüssten. Alle sitzen da. Perfekt. In Filmbereit. Das ist der zweite Turmfalke. Und der Mäusebus hat gerade schön im Tiefflug. Ach Mann. Na schön, komm, dreht eure Kreise. Nee, das ist nicht fair. Und das sei auch erwähnt. Das passiert nämlich auch nach dem Cortison. Drum empfehle ich mit Entwässerungsdiuretika-Mittelchen oder meiner selbst gepanschten Wiesenmischung erst dann anzufangen, wenn man aus dieser Phase wieder raus ist. Weil sonst kriegt man 100 pro ein Hypo und dann reiert man sich voll. Und das ist nicht lustig. Vielleicht fahre ich doch noch zur Pizzeria. Mir zieht's gerade kribbelnderweise die Socken aus. Nee, eigentlich werden die Füße taub. Und es fängt an, weh zu tun und zu stechen. Ja, was war das jetzt gerade? Der nächste Fehlkauf. Bonk, bonk, bonk. Oh Gott, ich fahr jetzt zur Pizzeria ernsthaft. Hallo. Das ist jetzt eine Krähenspende. Da drüben sitzt nämlich eine einzelne und putzt sich so schön. Komm her! Wenn sie das nicht gesehen hat. Die Dame, die mir gerade... Wahrscheinlich ist sie mit mir verwandt. Ich habe keine Ahnung. Mir gerade im Supermarkt geholfen hat. Sie meinte, oh, du bist so stark, du bist so stark, du bist so bewundernswert und wie du das alles schaffst und bla bla bla. Und ich, ja, und bleib immer optimistisch. Ich bin da im Begriff des Pessimismus, weil ich denke mir, naja, was denke ich mir? Ich denke gar nichts. Ich habe einen nächsten Filmriss. Dass man nicht mehr enttäuscht sein kann, wenn es dann doch schlimmer kommt. Und ich brauche unbedingt Teenies. Ein oder zwei, die mir die Karte austauschen. Super. Das dauert ja jetzt keine 2 Minuten. Geil. Warum bin ich nicht gleich hingefahren? Mann. Jetzt haben sich die Lähmungen gewaschen, echt. Das ist alles Herr Morbus. Ich
Keine Chance, es ist. Ich freue mich jetzt schon, wie sie nachher aussehen. Zitat damals. Nur was genau hat man nicht, wenn es nicht festgestellt wurde. Ach, schön, dass ich so nachtragend sein kann. Ich krieg ja nicht mal den Rollstuhl an. Oh Gott. Ja. Hallo. Sag mal, darf ich dich um was bitten? Bitte. Könntest du mir bitte den Akku austauschen? Ich krieg meine Hände nicht mehr. Wie geht das? Ganz einfach. Immer derselbe Ausblick, Anblick. Ich hier eingequetscht in den Tisch, eingepfercht, eingekerkert. Es war zu schön, um wahr zu sein. Seit Nächten schlafe ich nicht, lieg die ganze Nacht hindurch wach und dann morgens verpenne ich. Oder so wie gestern, dann fing ich wieder an, den ganzen Tag liegen zu bleiben, um dann abends die Früchte meiner Aussaat zu ernten. Na wunderbar. Ich war drauf wie wenige Tage vor dem Cortison. Und jetzt dasselbe und meine Temperatur steigt und steigt und ich, die letzte Ausfahrt, ja was, auf dem Nachhauseweg ein bisschen Gegenwind. Aber ich habe ja keine Sinusitis. Ich habe ja nichts. Das Gesimter macht kein Fieber. Wo soll es dann herkommen? Und es geht nicht runter. Und all das, was ich da wiederentdecken durfte an Fähigkeiten, ist ausgelöscht. Und mir reicht's. Es ist endgeil. Ich esse Frühstück, fange mit einem Viertel meines Brötchens an und krieg nichts mehr davon runter, weil mir speiübel ist. Und jetzt nach dem Essen bin ich unterzuckert. Es gibt Eis. Weil Traumzucker hilft überhaupt nicht. Wird mir noch schlechter. Und die Temperatur steigt und steigt und steigt und keine Sau hilft mir. Hatten wir das nicht? Seit 3 Tagen habe ich Schmerzen in den Oberarmen. So Pochen, so ein Ziehen und in den Händen immer wieder das Gefühl, als wären sie nicht durchblutet. Und seit gestern Abend tut das ihr verdammt weh. So ein bisschen. Recht natürlich auch. Wie schön geschwollen diese beiden Pranken sind. Ja, ich warte gerade auf die Rettung, um damit auf die Innere zu fahren. Mit der Wunschbestellung einer Thrombose oder gleich mehrerer, um der Neuro noch einen Grund zu liefern, mir bloß kein Cortison mehr geben zu dürfen. Und ich habe so Panik. Ich glaube, mein Vater ist draußen und montiert gerade was auf der Rollstuhlrampe. Und jedes Geräusch von draußen steht's bis hier. Aber am Mittwoch habe ich ja schon meine erste Sitzung mit Brigitte, hier auf dem Sofa. Hoffentlich bringt das was. Ich halte diese Ängste nicht mehr aus. Die killen mich. Was stand da gestern im Befund? Ich hätte ein subjektives
Fiebergefühl, ein subjektives Fiebergefühl. Genau. Und das macht jetzt subjektiv, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Verdammte Scheiße. Und noch eine Station, die mich nicht ernst nimmt. Ich habe die Kamera verstellt, ich habe keine Ahnung, wie ich es zurückstelle. Und ich bin hier super alleine, weil Sebastian brauche ich heute nicht anrufen. Der ist nämlich mit einem anderen Mitarbeiter, ach Mann, was weiß ich, beschäftigt. Der mit ihm gemeinsames Programm. Ach ja, scheiß drauf, ist doch Wurst. Jetzt habe ich mir das letzte Stück Brot so gut aufgehoben. Und sie lässt es fallen. Sie schmeißt es runter. Weil sie ja subjektiv Fieber hat. Jetzt stehe ich mit dem Schuh drauf. Ist doch egal, komm. Kriegen wir eine neue Corona-Variante. Ist doch scheißegal. Du kriegst es eh nicht hin, du machst es nur noch schlimmer. Ja, schmierst dir schön unter die Schuhsohle. Das ist super. Verdammt nochmal! Halt den Scheiß fest! Das lässt auch nichts los. Und nochmal, bitte! Au! Mann, Scheiße! Aua! Blöde Fotzen, Verschissene! Also, du kannst mich mal! Dreckstück, du Blödes! Und da sie sagte, wenn ich mal keine Temperatur habe, kann ich auch wieder alleine aufstehen. Da haben sie mich angeguckt, das würde ich ihnen einen vom Pferd erzählen. Genau. Hat das Cortison denn was bewirkt? Ja, hat es ordentlich. Aber ich merke dafür nichts, weil ich wieder Temperatur habe, die sie dann aber nicht feststellen konnten. Da hat die nämlich 36,6. Und das haben sie nicht ernst genommen, weil für sie war das keine Temperatur, weil sie kein MS haben. Verdammt. Und die Ansage, dass ich normalerweise 55 Kilo habe und diese Oberarme eben nicht normal sind, da wurde ich belächelt. Ja klar, schau dir an, du fette Sau. Recht herzlichen Dank an meine Eltern. Alle beide. Mein Vater erst recht und dann meine Mutter natürlich mitgezogen. Haben mir ja wunderschön repräsentiert bzw. eingeimpft, was fette Leute sind, wie wertlos fette, dicke Schweine sind, dass die es nicht verdient haben und dass sie selber schuld sind. Danke, die Essstörung geht an euch. Blöd. Und nochmal auf den Boden. Bitte. Fall doch raus, fall doch endlich raus, das ist eine Scheiße. Ja, sei doch froh, du hast es geschafft. Jetzt kannst du aber stolz auf dich sein, ha? Wie wär's? Und apropos, den Schleim in meinem Hals, der den ganzen Tag von der Nase in den Hals runterrinnt, bilde ich mir ja auch nur ein, ne? Es ist ein gefühlter Schleim. Ein gefühlter Schleim, weil ich mich so ekelhaft finde. Spüre ich alles in mir, was feucht ist. Wie Schleim, dreckige Schleim. Ja, großartig. Bin ja giftig, krieg von meinen eigenen Tränen die Kretze in den Augen. Ja, genau, eine Scheißabflug.
Alexa, Tischlampe an. Okay. Wen darf ich erschrecken? Wie lange ist es jetzt her? Einen Monat? Das mit dem Finger weg von dem scheiß Steroid-Akne auswürfen war wohl doch ein Fehler. Die Nutze kannst du in die Tonne treten. Was? Die Nutze kannst du wegschmeißen. Was hatte ich letztens gesagt? Finger weg von der Steroidakne? Ich komme gerade in die zweite Welle. Eine Fresse zum Reinschlagen. Also ist es besser bei Zeiten oder gleich zu Beginn ein, zwei große Baustellen abzutragen. Meine neue Brille hat fast das aktuell gängige 90er-Jahre-Uhu-Format. War es gestern? War es vorgestern? Ich wäre fast in die Ambulanz ins Krankenhaus gefahren, weil ich keine Luft mehr bekam und so kurzatmig war. Dann nachts habe ich mir drüber nachgedacht und natürlich wieder nicht geschlafen. Drum lag ich jetzt 1,5 Tage wieder im Bett. Was ist, wenn sich meine Panikattacken nun endlich zu klassischen Panikattacken entwickeln? Mit Herzrasen und Hyperventilieren? Ich saß ja nur noch hier und hab gemacht. So eben heute auch. Irgendwann nach 3 aufgestanden worden. Oder ist es mein Magen, der dann von dem Ingwertee angefressen war und wehtat und deswegen blieb mir beim Essen die Luft weg und ich habe deswegen Panik bekommen. Auf jeden Fall hört sie nicht auf. Obwohl ich fand, die Kurzatmigkeit war ja noch das kleinste Übel. Nur dieses Gefühl, dieses Gehetztwerden, das halte ich nicht aus. Aber keine Luft bekommen, das kann man wegatmen. Aber jetzt brauche ich eine Praxitin. Seit langem wieder. Einmal kurz desinfizieren. Und ich sollte mich hinter meinem Spiegel verstecken. Ich weiß jetzt, warum ich so schlimm aussehe. Es ist mir gerade eingefallen. Trotz Schlafdemenz. So dermaßen schlimm sah ich nämlich schon seit Jahren nicht mehr aus nach Cortison. Ja, das ist das Urbason. Weil in Tablettenform wirkt langsamer und drum holt es jetzt zum zweiten Mal zum Schlag aus. Vielleicht holst du auch den zweiten Wirkungsschlag aus, das wäre ganz nett. Oh Gott, ich bin zum Kotzen. Musik.